Ihr habt hervorragende Erfahrungen bei der Star Alliance, wenn ihr ein Upgrade buchen wollt. Oder extrem negative Erfahrungen, wenn ihr ein Upgrade buchen wollt. Der Hon will es genau wissen, deswegen gibt es einen Klartext zum Thema Star Alliance. Was haben die für uns Member überhaupt, was machen die überhaupt? Kriegen wir das, was wir wollen? Und funktioniert das, was uns Lufthansa und Co. verspricht? Nämlich, dass ich ohne Probleme ein Upgrade oder ein Meilenticket in der First bei SIA, also bei der Singapore Airlines, bei der ANA buchen kann, ohne Probleme. Der Hon hat extreme Probleme. Ich will wissen, ob es bei euch genauso ist. Zum Wohle kann ich nur sagen, der Hon hat sich ein frisch gezapftes Bierchen gemacht. Das ist ein Heineken hier in der Star Alliance Lounge. Und was hier ja weiterhin in dem Sinne recht nett und gut bleibt, ist also das frische Brot und der Käse und der Schinken. Insgesamt heißt das Motto natürlich Sauberkeit. Das ist hier noch ein bisschen, da haben die noch, wie sagte ich immer, justieren. Da muss der Hon justieren lassen. Weil das ist wirklich albtraumtechnisch und ich habe mir also auf die Gläser, habe ich also gleich mir selbst heißwassertechnisch abgespült und dann bin ich sozusagen da, ja, auf der nummernsicheren Seite. So, wir kommen aber heute zum Thema Star Alliance. Was bringt uns diese Star Alliance? Guck mal, auch diese Tür, ich muss euch jetzt mal zeigen, das ist mit der Tür so laut, wenn die offen lassen, weil die Mitarbeiter... Can you close the door? Weil es ist so laut, when you're talking so inside. Sure. Thank you very much. So. Also, so wie ich das gerade also als Thema meine, das ist dann so extrem laut in der Lounge, dass man, wenn die Tür auf ist und die Mitarbeiter ja Spaß haben, ist ja wichtig, die müssen ja da hinten auch Spaß haben, was sie ja hier in Holland sowieso immer haben, deswegen, das finde ich menschlich natürlich toll, aber es wäre schön, wenn dieser menschliche Spaß, also diese Freude und das Lachen, was ich manchmal da hinten rausführe und die private Unterhaltung, wenn sie das sozusagen auch in der Serviceleistung zu uns Kunden zurückbringen würden. Denn ich meine, darum geht es ja. Man kann Spaß bei der Arbeit haben, aber man muss, wenn der Kunde da ist, muss man den Kunden bedienen. Denn sonst läuft in diesem System eben irgendwas falsch. So sehe ich das. Jetzt aber zum Wohl. Denn auch hier weiterhin mit einem Lappen denselben. Alle Tische, alle Maschinen, alle Geschichten. Es wird also alles mit einer Sache gewitzt. Also was sonst. Thema Star Alliance. Deswegen habe ich mich heute hier in die Star Alliance gesetzt. In Amsterdam, um mal ein paar Fakten zu sprechen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Und ich bräuchte da auch ein bisschen so eure Unterstützung, damit ich mal weiß, wie ist denn eigentlich diese Resonanz, die Reaktion auf das klassische Please close the door. Haben sie schon wieder die Tür aufgelassen. Ich muss mal ganz kurz dahin gehen, muss mal sagen. Sekunde. Sorry, can we close the door, but this is too loud. Sorry? Can we close this door, but it's too loud. Yeah, please. Yeah. So habe ich mal gemacht. Geht natürlich nicht. Die sollen ja Spaß haben. So, ich komme auf das Thema Star Alliance heute. Ich komme auch manchmal nicht wirklich auf den Punkt, ich weiß, sorry. Das liegt aber an den Situationen, wo man dann eben gerade ist. Und ich meine, es bringt aber auch Leben in das Video. Und dann kriegt ihr auch mit, wie manche Dinge eben funktionieren, wie sie laufen. Und es kann natürlich nicht sein, dass sozusagen ich hier meine Entspannung habe und die Tür immer wieder auf und zu geht. So, das ist jetzt das Thema. Das Thema lautet: Ich will als Star Alliance Member, Hon Circle Member sogar, möchte ich einen Flug bei der Star Alliance buchen. Also zum Beispiel mit der Singapore Airlines. Oder ich möchte einen Flug buchen bei der ANA. Ich rufe also bei meiner Hotline an und sage dieser Hotline, hört mal auf, ich habe am 28. Januar vor im nächsten Jahr mit der Star Alliance, mit der Singapore Airlines, möchte ich nach
von Hongkong nach Singapur fliegen. Oder ich will mit der Anna von Tokio nach Honolulu fliegen. Also rufe ich meine Starlines an, das heißt meine Hotline bei Lufthansa. Und dann sagen die mir, Herr Schröder, da ist alles blockiert, wir haben kein Angebot. Also gehe ich mit denen hin und sage, wir gucken uns mal an, ob es vielleicht einen anderen Tag gibt. Und ich bin da immer sehr flexibel. Das heißt also, ich habe denen dann jetzt gesagt, die sollen mal einen Tag raussuchen zwischen November und Februar. Ob sie in diesen 4 Monaten einen Tag finden, wo die Star Alliance Möglichkeit, also das heißt, dass ich sozusagen entweder einen Businessflug kaufe und dann ein Upgrade in die First mache, oder ich kaufe von vornherein eben mit Meilen ein First-Class-Ticket. Also diese beiden Variationen habe ich angegeben. Und meine Circle-Abteilung ist ja relativ fit. Das heißt also, die machen, ich kann sagen, einen echt exzellenten Service. Jetzt haben die angefangen zu suchen. Und das hat gedauert ungefähr eine halbe Stunde. Und was denkt ihr, wie das Ergebnis war? Bin sehr neugierig, was ihr sagt. Haben die einen Flug gefunden für mich? Nicht einen einzigen. Ich meine, das ist doch der Irrsinn. Das ist doch unfassbar. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Für was habe ich dann Star Alliance Möglichkeiten? Wieso bin ich in dieser Gemeinschaft, wenn ich sozusagen als Lufthansa Star Alliance dort bei denen kein Angebot kriege? Es ist nicht möglich. Es gibt noch nicht mal einen Sharing-Flug. Das heißt, die bieten auch noch nicht mal einen Sharing-Flug an. Vor allen Dingen möchte ich ja auch attraktiv reisen. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich nehme jetzt irgendeinen Flug. Nein, ich suche mir natürlich einen ganz bestimmten Flug aus und möchte auch einen ganz besonders interessanten Flug haben. Und den bieten die mir nicht an als Kunde. Darum, ich muss jetzt wissen, ob das bei euch genauso ist. Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr bei Star Alliance anruft, dass ihr einen Meilenflug haben wollt mit einem Star Alliance Partner und ich sage mal, ihr wollt vielleicht First fliegen oder ihr wollt ein Upgrade in die First machen, geht euch das da genauso, dass es dort keine Möglichkeit für euch gibt? Oder habt ihr perfekte, tolle Erfahrungen? Oder wenn ihr tolle Erfahrungen habt, dann lasst mal doch mal wissen, wie das war und wie man das anstellen kann. Denn ich meine, es ist ja ein Irrsinn. Can you close the door? This is so loud inside. Your staff member is too loud. Sorry. But when it was open there. Thank you very much. Und wieder. Ich sage, da ist kein Griff an der Tür. Das heißt, man muss die Tür wirklich zumachen. Und die gehen eben, weil sie keinen Griff haben, immer raus. Hätten sie einen Griff an der Tür, würde das gehen. Nein. Also bitte, das würde mich extrem interessieren, ob das sozusagen bei euch der Fall ist, dass ihr dort gute Erfahrungen habt oder ob ihr zum Beispiel extrem schlechte Erfahrungen habt. Denn ich muss sagen, der Hon hat in diesem Falle, wenn es um Star Alliance Flüge geht, um Upgrades geht, wenn es um, excuse me, can you close the door please, weil it's too loud. I sit down as a guest. Ah, okay, but this is too loud. Und wie ist das? Also habt ihr die Möglichkeit, das zu bekommen? Habt ihr diese, ich sag mal jetzt wirklich, also mich interessiert jetzt nicht ein Economy-Flug, weil das gibt es immer. Das habe ich probiert, das gibt es. Wenn ich Economy buchen würde, würde es das geben. Ich habe probiert, Business zu kriegen, auch da würde ich sogar einen Business-Bereich kriegen. Aber ich kriege nicht das Upgrade in die First. Also es interessiert mich hauptsächlich, habt ihr Erfahrungen mit, ihr habt ein Business-Class-Ticket gekauft und ihr wollt ein Upgrade in die First machen oder ihr wollt von vornherein ein First-Class-Ticket haben als Meilen, also ein Meilen-Ticket. Denn da muss ich was verändern und was verbessern. So kann das auf keinen Fall sein. Es gibt vielleicht auch andere Airlines. Vielleicht liegt es auch an den Airlines selbst. Also deswegen wäre es interessant, wenn ihr mir mal sagen würdet, ob ihr zum Beispiel bei Turkish Airlines gute Erfahrungen gemacht habt. Wobei, da gibt es ja keine First. Also wir hatten da noch First. Es gibt ja auch nicht mehr so viele. Wie ist das zum Beispiel bei Emirates? Ich sage mal ein Beispiel. Bei Emirates bin ich ja also auch, ja. Das will ich jetzt noch nicht mit ins Thema hier in der Starlines bringen, aber als Beispiel. Bei der Emirates, wenn ich dort einen Business-Class-Flug buche und grade up in die First, das war bisher noch nie ein Problem. Das war noch nie ein Problem. Da rufe ich die Hotline dort an, meine Abteilung, da kriege ich sofort ein Ding. So, und das ist natürlich jetzt zu erfahren, wie ist das bei den anderen? Oder
ich weiß ja, dass zum Beispiel eben auch viele mit anderen Gemeinschaften fliegen. Wie ist es da? Habt ihr da bessere Erfahrungen? Muss der Horn wechseln? Also ist die Starlines überhaupt noch ein guter Partner für den Horn? Und wenn ihr bessere Erfahrungen habt, extrem wirklich wichtig, weil dann würde ich diese Erfahrung, die ihr mir schreibt, die würde ich dann nochmal in ein neues Video reinpacken. Ich würde auch nochmal ein paar Sachen dementsprechend ganz explizit raussuchen und dann würde ich hingehen und würde sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, die Verbesserungen oder Verschlechterungen gemeinsam zu teilen, hier bei YouTube oder auch über Instagram und Facebook oder bei Twitter. Der Horn ist übrigens ja auch bei Twitter, das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Also wer bei Twitter ist, unbedingt ein Like da lassen. Und das war mein Thema heute. Hier in der Starlines, das war ein bisschen kurz, aber ich glaube, nicht uninteressant, nicht unwichtig, eure Erfahrungen im Thema Starlines und Upgrade von Business in die First oder überhaupt ein Meilenticket bei Singapore Airlines, bei der ANA und. Und das war's. Bis dahin und tschüss, der Horn.